weiteren Runde 7 Days. Ich habe es genommen und habe schon mal ein bisschen weitergezockt. Fehlen jetzt anderthalb Tage in etwa. Aber ich wollte euch das Looten ein bisschen ersparen. Ein wenig. Und ein bisschen was fertig zu machen. Ach, ja. Wichtigste fehlt mir natürlich wieder. Ja, aber wie ihr sehen könnt, Ordnung konnte ich nicht machen. Ah, doch, ein bisschen Sachen habe ich schon zurechtgepackt, aber ja. Dafür ist halt die Spielzeit zu kostbar, wenn ich hier aufräumen muss. So. Ui, 239 Pfeile habe ich mir gebaut. Ja, das ist ja schick. Ich habe mir auch eine fettere Armbrust gebaut. Oder sie wird noch gebaut. Ja, sie wird noch gebaut. Dafür habe ich jetzt eine 380er Spitzhacke. Und wir haben gerade, nein, nicht gerade, aber wir haben Tagesanbruch. Deswegen gehen wir mal ein bisschen an die frische Luft. Komm raus da. So, wo habe ich denn noch nicht geguckt? Ich habe eigentlich hier schon alles drumherum von den Steinen abgegrast. Da haben wir noch ein paar Steine, da unten, hier. Also den Weg bin ich hier komplett abgefahren. Guck mal, da haben wir auch noch ein paar. Sehr witzig. Sagen wir uns mal, ey komm, wir machen uns mal den Weg und fahren. Doch, das machen wir jetzt. Habe ich jetzt Bock drauf. Mal was Neues sehen. Mein Bike steht zwar in die falsche Richtung, aber kann ich alles haben, ne? Halt, stopp. Halt, stopp! Hier habe ich genug Platz. Oh, hier habe ich zwar ein bisschen Schrott drin, aber das macht den Braten nicht fett. So. Nochmal Stopp. Bevor ich mich überhaupt auf den Weg mache. Sprit. Oh, ja doch, komm. Man weiß ja nie, ne? Ich werde nicht unterwegs stehen bleiben. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ein bisschen vorgegriffen. Ich habe ein bisschen die Lootsteine gesammelt, um ein bisschen mehr an Munition zu farmen. Hier hätte ich doch irgendwo Sprit. Wo ist das hin? Da. Tausender. Nehmen wir mit. Das reicht. Alter. Nicht beim Brechen hier beim Runterfallen. Das war knapp. Ja komm, ich lasse mal die Luke offen. Ist ja egal. Ich komme ja eh wieder zur Tageszeit an. Ja, und wenn eine Wanderhorde kommt, die überfällt mich und nicht mein Lager. So, dann fahren wir mal in die Ödnis. In diese, ja, ich glaube, nee, das ist die richtige Ödnis. Tiere sind gern gesehen, aber im Moment sehe ich kaum noch Tiere. Weil mein Fleisch so langsam ausgeht. Was heißt so langsam? Ich habe noch 20 Gerichte. Das müsste eigentlich noch soweit, ne, in Ordnung sein. Aber irgendwann ist das Futter weg. Nun ja, es gab ein neues Update. Das Spiel ist jetzt auf 1.18 angehoben worden. Also so wirklich auffällig ist eigentlich nichts soweit. Ich muss mal eben kurz gucken. Ja, ist richtig. Was auffällig ist, den nehmen wir mit, komm. Ist eine etwas weitere Weitsicht. Oh ne, komm. Kanickel, lass mal leben. Ich meine, höchstens zwei Fleisch kriege ich dafür. Da rennt ja noch so ein Ding. Die Hunde sind fies, deswegen fahre ich die an.
Ja, hier sieht man jetzt zwar nicht viel von der Weitsicht wegen dem Nebel, aber jetzt kommen wir wieder in den normalen Bereich rein. Was ist denn hier für eine Straßen? Ah, schon richtig, fahren wir hier lang. Oh, wir erreichen eine neue Stadt. Oh, meine. Das ist aber mies jetzt hier. Mach den Second Screen an. Okay. So ein kleiner Vorort in der Wüste. Boah, mit dem Hochhaus. Das ist doch schon mal schick. Boah, die das immer noch nicht auf die Kette bekommen haben, ne? Dass das Spiel ordentlich aufbaut. Ja, ist jetzt aber nicht so ein. Mahlzeit. Ich heul doch gar nicht. Ist halt die Playsee, die hat nicht so eine Grafik wie ein PC, ne? So, hier komme ich wieder in die Ödnis, ne? Scheiße. Jawohl, ja. Boah, als ich dir gerade zugeguckt habe, da habe ich richtig Bock wieder auf das Game gekriegt. Habe ich ja auch auf meiner Playsee drauf. Muss ich, glaube ich, auch mal wieder antesten. Licht ausmachen, ne? Strom sparen hier. Nichts. Ich glaube, ich war hier schon mal. Ja, sehe ich auch so. Mal gucken, mal, wer da wartet. Oh, du kleiner Affe, du. Ich treffe den nicht. Ey, diese Bugs hier, ne? Oh ne, nicht mit der Schrotter drauf. Was brauche ich noch? Komm, ich hab gute Pfeile. Ja. Aber auf jeden Fall nehmen wir uns den Sprit hier mit. Den benötige ich auf jeden Fall. Schießpulver. Ah, da haben wir noch einen Besucher. Befreien wir ihn mal aus seiner miesen Lage. Gebicke. So, immer schön auf die Eier. Stein. Mann. Nehmen wir auch mit. Top. Hier ist ruhig. Boah, mir bleibt die Stimme weg. Was zu futtern? Das ist ja was Feines. Muni, da passt auch. Geld. Schrott. Ja, ich sammle auch alles immer auf. Scrappen wir mal hier. Schrott brauche ich nicht. Oh. Oh. Ja, ich habe nur eine PS4. Ich habe zwar einen PC, aber der steht in Einzelteilen noch irgendwo im Keller. Und ja.
glaube, das aktuellste Windows wäre XP, weil ich hätte. Nee, also ich bin schon länger kein PC-Zocker mehr. Oh, ich weiß nicht, für zwischendurch reicht mir das hier an der Playsee. Ich habe ja hier schon. Oh. Ich habe ja hier schon ein bisschen aufgewertet, indem ich mir die Pro geholt habe. Jetzt heißt es, ich habe keinen Platz mehr. Oh toll, da freust du über die Kiste und da ist nichts drin. Den hatte ich schon. Crap brauche ich nicht. Also ich glaube, ich werde nicht mehr so der PC-Zocker werden. Na, wie gesagt, ich könnte mir einen funktionsfähigen PC zusammenbauen. Boah, aber ja, es gibt doch ein paar gute Spiele, die ich gerne auf PC zocken würde. Aber der meiste Kram kommt ja auch für die PS4. Zweimal mit einer dicken Verspätung, aber was soll's? Muss man halt warten, ne? So ein wenig. Eine Werkbank, wo sie funktioniert und hat Blei drin. Das ist ja mal schick. Also hier müsste ich mich einrichten, ne? Wo bin ich hier überhaupt? So, das gleiche Spiel haben wir nämlich hier unten auch. Da habe ich ja schon ein Lager eingerichtet. Achso. Okay. Ja, war ich auch mal, aber ich habe keinen Bock mehr, immer ständig aufrüsten zu müssen, weißt du? Und da reicht mir diese Grafik hier auch. Es war manchmal ein bisschen popelig, gerade bei dem Spiel hier. Ne, also wenn man hier, guck dir mal die Weitsicht an, das ist doch. Es war mal schlimmer bei dem Spiel. Ich kann mich noch erinnern, da waren 30 Schritte vor dir, aber auf einmal Ende. Was liegt? Da liegt was. Da liegt was. Was ist das? Eine Tasche. Oh, guck mal. Vitamine. Nimm das. Ich pack mal kurz was in das super tolle Minibike. Das freue ich. Das freue ich. Den ganzen Schrott da. Warum habe ich denn Beton mitgenommen? Ich bin ja ein Depp. So, tanken wir mal auf hier. Du könntest ja mal Rocket League auf dem PC machen. Das ist das einzige Spiel, was wir, glaube ich, zusammen zocken können. Ah, Quatsch. Es gibt noch mehrere Sachen, die man zusammen zocken kann. Aber es ist, glaube ich, nicht so dein Fall, Autofußball, oder? War doch schon die richtige Richtung. Wo bin ich da hergekommen? Gucken wir mal. Nö, sagt er. Bei dem Spiel bin ich auch irgendwie hängen geblieben. Also Rocket League jetzt. Aber ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch nicht mehr so der Ego-Shooter. Oh, ich werde verfolgt. Aber ich entkomme. Boah, Tarkov habe ich dir ja schon des Öfteren mal zugeguckt, ne? Das sieht ja mal richtig geil aus. Pack B bin ich so. Also das Spiel sieht nicht schlecht aus, aber. Oh, nicht in die Pfütze rein. Aber. Das Geheule von dem Hersteller geht mir immer ziemlich auf den Piss, ne? Dass die Jungs hier von Fortnite das Spielprinzip übernommen haben und mein Gott, ey, es ist ein Genre.
Alter, wie viele Hunde sind denn hier? Also wie gesagt, Tarkov gefiel mir schon von den ersten Screenshots, die ich gesehen habe. Oh, wir fahren mal kurz querfeldein. Ich muss noch ein bisschen was an Nitrat finden. Ne, das ist Kohle. Aber nehme ich auch mit. Ich weiß, das Spiel ist ein bisschen langweilig, aber ich werde bestimmt gleich noch Besuch kriegen. Also von so ein paar Zombos. Gerade wenn ich im Lager bin. Ey, dieses scheiß Nitrat, ne? Ah, guck mal, schön Honig abgefarmt hier. Boah, es hat wieder dunkel, ey. Mal kurz. Karte. Okay, hier war ich schon. Hier dürfte kein Nitrat mehr sein. Außer ich bin mit meinem Motorrad drüber geprescht und hab's nicht gesehen. Oh, da unten ist mein Loch. Da muss ich aufpassen. Hier habe ich schon ein bisschen gebuddelt. So, ab ins Lager erstmal. Es war noch viel zu früh, aber Taschen sind ja fast voll, ne? Pff, fast voll, sag ich da. Gar nichts. So, es sieht ruhig aus im Moment noch. Aber bei dem Spiel. Ey, was war das denn jetzt hier? Aber in dem Spiel darf man sich nie zu früh freuen. Okay, habe ich schon alles weggelootet, egal. Ich wollte mir eigentlich nur noch ein paar Flenskes holen, damit ich mir gleich meinen Tee anmischen kann. Weil ich leider ein bisschen unter Überhitzung mit meiner Panzerung hier. Obwohl, jetzt geht's wieder runter. Alles gut. Aber ich bin lieber gepanzert und ne, schwitze mir einen ab, anstatt hier von den Hunden direkt kaputt gebissen zu werden. Man nimmt noch den Stein auf. Was ein Troll, kann er nicht mal hier seinen Stein aufheben. Ein bisschen mehr Licht, ne? So ein wenig. Also jetzt noch mal ein bisschen präparieren und reparieren. Die haben wir schon ordentlich kaputt gemacht. Interessantes, was ich gebrauchen könnte. Oh, ich habe einen 600er Hammer. Das ist ja mal ordentlich. Oh, die Federn kann ich gebrauchen. Diese 600er Knifte. Papier. Jawohl. Pumpe, Munition. Ja. Ach, hier habe ich offen gelassen. Gut. So, hier mache ich mal Licht aus, ne? Sonst ist. Bin ich leicht geblendet hier. So, erstmal das scheiß Blei einschmelzen. Und den ganzen Schrott aus der Tasche. Okay, Futter kann ich noch lassen. Elektronische Teile.
Boah, Geld ist mir momentan nicht wichtig. Es gibt zwar Händler hier, aber warum soll ich das sammeln? Ist nicht überlebenswichtig. Guck mal, hier habe ich noch viel mehr Wasser. Wir doch direkt den Tee auch noch mit. So. Können wir essen. Es geht langsam über in die Nacht. Also ich dürfte, glaube ich, an Tag, ja, 140 war die 20. Horde, Tag 147 ist der nächste Angriff. Habe ich noch ein bisschen Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Wobei ich das gerne wieder im anderen Lager haben möchte. Oh, guck mal, endlich. Sauer. Kann ich die alte Armbrust mal loswerden hier? Döp, verwerten. So, dann ist jetzt auch wieder Platz für Munition. Ich habe noch ein bisschen Schießpulver. Da machen wir Schrot, ne? 93 Schuss. Ja, wir machen Schrot. Den groben Schrot nicht mitgenommen. Da ist er. So, gucken wir mal. Wie viel kriegen wir noch hin? Komm, den Rest machen wir Magnum. Noch 16 Schuss, perfekt. Dann bin ich schon mal zumindest wieder ganz gut ausgerüstet. Oh ja. Ich glaube, ich sag schon seit. Genau. Ich glaube, ich sag schon seit 10 Folgen, dass ich endlich mal meine Kisten aufräumen muss. Eigentlich war hier so gedacht, hier so Schilder drüber. Aber das scheiterte erstmal an Nägeln. Jetzt habe ich Nägel und ich habe es immer noch nicht gemacht. Irgendwo habe ich die Nägel, warte. Da, drei Stück schon mal. Aber irgendwo habe ich noch über 100 gehabt. Aber die hat sich bestimmt mein Kollege eingesackt, um die Nagelpistole zu betreiben. Gut, was soll's. Irgendwann mache ich das mal alles ordentlich. Ist sowieso ein, ja, das zweite Nebenlager, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich. Warte, das ist hier mein erstes Lager gewesen, mit Kampfplatz angeixt. Dann bin ich hier runtergezogen. Das war Lager Nummer 2. Sieht man auch schön. Ne? Mit meiner Kampfbasis hier drauf. Und dann habe ich mir noch ein drittes Lager vor kurzem eingerichtet. Das ist hier mitten in dieser Ödnisstadt. Boah, jo, das sieht auch geil aus. So, und hier habe ich mein drittes in der Ödnis. Ich habe noch ganz viele kleinere Lager drumherum, aber nichts Großartiges. Nee, also das sieht echt gut aus. Aber es gab wohl ganz viele schlechte Wertungen zu dem Spiel, oder nicht? Ach, da habe ich doch zu trinken. Brauche ich doch gar nicht. Weg. Nein, nicht nur einer, alle. Ja gut. Frühversion, ne? Das dauert immer ein bisschen. Ah, du willst gar nicht wissen, wie dieses Spiel hier vor, ne?
als es rauskam, ich glaube vor 2 Jahren für PlayZ. Ey, das sah so scheiße aus. Mich hat das Spielprinzip einfach nur angefixt. Was die jetzt hier draus gezaubert, nur für Konsole möglich ist, ne? Auf PC kannst du natürlich noch viel mehr machen und das sieht auf PC auch weitaus besser aus und lässt sich auch viel besser spielen. Na, aber ich bin schon ganz zufrieden, dass hier so eine spielbare Version auf der PlayZ herrscht. Na, also die ersten Male, da gab es nur Probleme. Wenn eine Horde ankam, war es nur am Stocken und am Rattern. Aber jetzt haben sie es echt gut hingekriegt. Läuft halbwegs flüssig. Ich hatte jetzt zumindest noch keine Einbrüche. Aber ich hatte jetzt auch noch keine großen Zombie-Massen. Also größere. Groß schon. So, wir müssen mal ein bisschen langweilig looten gehen. Mal die Minen absuchen hier. Oh, mit der neuen Spitzhacke. Das war jetzt viel. Guck mal, mit einem Schlag. Und auch nicht mit einem Schlag. Der war schon vorbeschädigt. Bei mir geht so langsam das Material aus. Hier ist noch Material. Was ist das? Kohle. Kohle habe ich doch. Brauche ich nicht. Sand. Nichts Tolles. Ja, komm, wir nehmen die Kohle mit. Vielleicht führt die ja noch woanders hin. Hier haben wir noch Stein. Jo, schlaf gut, ne? Ich schau die Tage nochmal bei dir rein. Lampe echt zu dunkel. Guck mal, jetzt haufenweise Sand und ich habe meine Schippe jetzt nicht bei. Jo, mach's gut. Boah, ich ertrinke in Blei und ich finde nur noch Blei. Okay, das ist noch ein. Ein Sandloch ist das. Da haben wir bestimmt auch nochmal Blei. Ja, sicher. Was auch sonst? Habe ich hier eine Abkürzung gefunden? Guck mal. Ein Tunnelsystem in die nächste Etage. Ah. Mal hier. Ich lasche die ganze Zeit drüber. Und hier gibt es noch Material. Ich weiß, mit der Axt schaufelt man nicht, aber. Nee, schade. Das war's jetzt wirklich. Ist bestimmt auch noch was. Das ist immer schwierig. Das ist so unscheinbar. Gerade da, wo es dunkel ist, da sieht man nicht unbedingt immer die Materialien, die man benötigt. So, hier hat der Mr. Hanky ausgebaut. Was ist das denn hier? Auch nur Stein. Hätte ja sein können. Somit kann ich neue Schießpulver fertig machen. Da geht mir langsam auch die Kohle aus. Jawohl, 11. 11 Brocken Schießpulver, das lohnt sich ja voll.
Ja, das ist eigentlich so das, was ich mir immer beim Stream erspart habe. Weil ich glaube, es macht einfach keine Lust mehr, immer hier beim Abbauen zuzugucken. Oh, Kohle. Also ich empfinde das zumindest immer als ziemlich langweilig. Ich gucke auf dem Channel von Sombüra, der die PC-Version spielt. Und der, ja, macht eigentlich immer so ganz schön überspult er die ganze Sache, wenn er gerade so am Looten ist, oder ne? Oder mal eine längere Strecke fahren muss. Das ist immer ganz cool gemacht. Lieben Gruß, falls er mal zugucken sollte. An den Sombüra. Ja, ich könnte aber noch anderes Material gebrauchen. Was haben wir denn hier? Wieder Kohle. Steinschaufel fertig. Nein, ich mache mir keine fertig. Ich habe hier keine Pflanzenfasern. Jetzt habe ich irgendwo in meinen Kisten die Schaufel versteckt. Es wird echt Zeit aufzuräumen hier. Das kann natürlich auch ein anderes Lager sein, ne? Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Auch jetzt muss das sein. Na, guck mal, jetzt bekommt ihr doch noch mal ein bisschen Action. Wir ziehen jetzt mal hier rüber. Ich habe ja nicht umsonst so eine kleine Kampfbasis. Oh, ist ja schon ordentlich was los. Kleiner Zombie-Treff. Je öfter die schreit, umso mehr kommt. Na, das kann jetzt noch spaßig werden. Also eigentlich sollten die Schüsse die auch anlocken. Aber warum reagieren die nicht? Arm gebrochen. Ey, komme ich da nicht dran? Gut, Boah, die Spiders, ne? Ja, wo ist sie denn? Kommt jetzt angerannt und ist dann weg.
Boah, das hasse ich an meinem Bau, ne? Dass die hier mal hin und her rennen. Alter! Kram, ich switch auf Pfeile um. Ja, anscheinend hat sie da hingerafft, ne? Da kommt was angekrabbelt. Ja, leider haben sie meinen Gram hier drumherum schon etwas angefressen. Musste ja schon hier ein paar Angriffe aushalten, aber ich meine, das sollte es gewesen sein. Nee, was war's nicht? Sache, die sind hier nicht reingekommen. Ja, mal schauen, ob die Witch lebt. Ich kann jetzt erstmal hier mein ganzes Feuer ausmachen. Ist ja durch. Wow, 7 Einheiten Holz. Oh, mit Zement kann ich euch totschmeißen. Immer noch. Das war die doch bestimmt. Wow, schon 12:30. Die Zeit rennt, ne? Jeden Fall halbwegs ruhig da oben. Kann ich auch ein bisschen buddeln gehen. Machen wir erstmal die starke Taschenlampe hier an. Das könnte was sein. Natürlich Blei. Und Kohle. Ne, auch Blei. Ja, das ist schade. Irgendwie habe ich jetzt auch keine einzige Mine mehr hier, ne? So, die Schläge sind ja schon mal echt super.
Was sag ich? Ich habe wieder Blei gefunden. Gut, hier habe ich nichts mehr. Auch wie Blei hier, ne? Das Sandzeug. So langsam müsste ich mir Gedanken machen, das Thema abzustützen, ne? Nicht, dass mir das mal alles hier auf den Kopf fällt. Stein. Ja, was können wir denn noch hier sonst machen? Töner nicht so rum. Wir basteln uns noch mal ein bisschen Muni. Bestens von meinem Sniper, oder hat sich das? Die baller ich am meisten leer. Ah ne, Schießpulver habe ich hier rausgepackt. Gut, gut, gut. Falsche Forge. Nehmen wir die, ne? So. Obwohl Eisen habe ich hier genug, aber. Wo sind sie? Da. Komm, gib Gummi. Reicht bestimmt nicht für 200, oder? Nee. Ich brauche Leben. Aber erstmal habe ich mir eine Schaufel hier fertig. Eine Schaufel. Wo ist die Schaufel? Bessere, ne? Hier Stahl. Ach, 3 Minuten. Gucken wir mal eben. Fertigkeiten, 10 Punkte. Sexuelles Raubtier. Yes. So, ich muss auf jeden Fall gleich schon mal vormerken. Lehm buddeln zu gehen, weil ich habe kein Lehm mehr. Doch, hier habe ich noch Lehm.
setzen wir Regen ein, aber ich muss ja eh dann Nachschub holen, ne? Komm, ist das Blei erstmal egal. Muss ich mal gucken, ob ich mir hier noch drei Forges hinstelle. Natürlich der beste Platz, um jetzt hier noch mal weiter runter zu gehen. Ich höre schon wieder Schritte da oben. Das kann auch nur wieder eine Witch sein, oder? Sehe nix. Ja, war ja klar, ey. Nein! Stirb doch einfach! Alter, ja komm, beamt hier durch, ihr kleinen Pisser, ey. Mit dem Update wieder hier gemacht. Sonst hat das immer geklappt. So. Ich wollte gerade sagen, haben wir wieder Ruhe im Karton. Stimmt aber nicht. Jetzt haben wir Ruhe. Ey, bringt nur Scheiße mit, ne? Boah, die Spitze. War knapp. Ey, nur Scheiße mitgebracht. Ab in die Kiste damit. Weg, weg. Klebeband ist gut. Okay. So, wie viel haben wir denn jetzt? Boah, schon 40. Der Bereich wäre noch ganz interessant. Markieren wir mal auf der Karte. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Fleischreserven mobilisieren. Dann habe ich nicht so Druck im, ne, Hinterkopf.
Was war das? Aber ne, wenn wir schon hier sind, her mit der Kohle. Doppelklick drauf macht, ne? Gut, wir fahren jetzt erstmal Richtung Händler. Aber auch nur die Richtung. Obwohl, genau die Richtung. Ich muss ja an dem vorbei. Sonst könnte ich in das Loch reinfallen. Was mir ja schon einmal im Stream passiert ist. Ich glaube, das muss Tag 60, 70 irgendwann gewesen sein. Musste ich mir eine kleine Rampe rausbauen, sonst wäre ich mit dem Motorrad nicht rausgekommen. Ja, ich weiß, man kann es auseinandernehmen und bla bla bla. Ja, aber der kommt, mein ganzer, ne, Gepäckträger war voll. Das geht dann nicht so einfach. Einfach mal die Augen offen halten. Oh, ja. Klappt ja gut mit Augen offen halten, ne? Bams vom Stein. Ich brauche Tiere. Den ganzen anderen Kram nehme ich auch gerne mit. So Nitrat oder Kohle. Immer her damit. Nach Kohle aus. Ja, nur Kohlevorkommen sind so groß. Und dann eigentlich ist auch ein Nitrat immer in der Nähe, aber ich sehe nichts. Ein Auto. Warum steht hier ein Auto? Ach, hier ist ein Weg. Dann sehe ich das als Entschuldigung an. Ein Lebewesen. Oder auch nicht. Oh, kleines Zeltlager. Interessiert mich aber auch weniger. Ich gebe jetzt mal Gas hier, ne? Ja, schön. Das dürfte Nitrat sein. Immer her damit. Sagen, wo ist mein Pfeil hin? Ich bin angekümmtet hier. Keine Tür beim Weg gelaufen. Buh. Buh, das kann ja haarig werden, ne? Also noch war meine Nahrungsaufnahme von Tierfleisch abhängig. Soll ich mich mit dem Bär anlegen? Also mit dem Bär habe ich eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Vor allem, wenn der Bär auch noch... Ach, guck mal, da ist Fleisch. Wenn das auch noch so ein infizierter Bär ist, ist er noch um einiges härter.
ist der Schnuckel. Da. Es tut mir leid, dass du sterben musstest, aber ich muss überleben. Ui, ui, aua, ein Stein mitten im Weg. Schickes Haus. Unsere Erkundungsfahrt hat uns jetzt auch nicht so viel gebracht, ne? Ich sollte jetzt einfach mal wieder Richtung Süden runter. Und hoffen, oh, dass die Abhänge nicht so steil sind. Und vielleicht auch mal ein Tier zu finden ist. Na, schaut mal. Tut mir leid, wenn er so fies aussieht, aber überfahren ist eigentlich immer das Beste. Also besser als ne, haufenweise Munition zu verballern. Wobei ich jetzt bei dem Level bin, wo ich echt ne, schon bei einem Kopfschuss töten müsste. So, wir können aber mal hier rüberfahren. Die hüpfen ja, hier sind noch besser erkennbar. Was so Bodenschätze angeht. Kohlen. Nitrat wäre besser gewesen. Auch noch? Nein. Erde. Und weg war wieder die Kohle. Boah, es wird wieder so dunkel hier, ne? Guck mal ein. Oh. Kaktus reingefahren hier. Oh, ist ein Militärlager, ne? Perfekter Ort, um mal. Ach, guck mal, ich bin da in meinem fast unteren Lager angekommen. 13 Uhr ist eigentlich noch Zeit satt für den Rückweg. Mein Schatten sehe ich hier nichts.
Mann, ey. Wie der mal reinfahren muss. Ja, schauen Sie mal da. Da ist ein Street. Da schwebt ein Dach. Jo. Dann gehen wir mal die Rückfahrt an, ne? Vielleicht mit einem kleinen Umweg. Warte, wir können mal hier gucken. Hier kann ich mal außenrum fahren. Wow, was war das denn? Das war aber knapp. Da hätte ich ja fast mein Moped verloren. Haufenweise Mais. Lootsteine. Aber so eine kleine Nitratquelle wäre nicht schlecht. Zombie brauche ich nicht. Da ist Fleisch. Dich nehmen wir mit. Wo bist du? Nix da. Mich hier angreifen, das gebe ich doch nicht. Boah, ich habe irgendwie das Bedenken, dass das Spiel ein bisschen ruckliger geworden ist. Das lief, glaube ich, mal flüssiger. Oh, jetzt war ich wieder genau in die falsche Richtung. So, wir bleiben mal in Richtung Osten. Aber nicht in den See rein. Nicht in den See, aber in den Kaktus rein. Oh, Militärlager. Weiträumig umfahren am besten. Dürfte alles vermint sein. Ist mir schon mal passiert, dass ich in die Luft gegangen bin. Ja gut, das war beim Stripclub, nicht am Militärlager. Irgend so ein Sack eine Falle gestellt. Ach Leute, ich vergesse immer Screenshots zu machen, ne? Dass man dann so im Spiel drin. Wow. Ich glaube, den Wasserturm hatte ich ja auch schon, ne? Bin ganz in der Nähe vom ersten Lager. Und ich glaube, da werden wir auch unser Spiel für heute beenden. Weil da müsste ich, glaube ich, auch noch Munition gebaut haben. Ich sehe hier eh nichts mehr. Bei der Dunkelheit. Also, ne, um Tiere ausfindig zu machen. Ah, da ist ein Tier. Nehmen wir mit. Bleibt da stehen.
Und wieder der Kaktus. Und haben Sie heute die Bekanntschaft gemacht mit dem Kaktus? Mehr als nur einmal. Soll ich mich jetzt so verfahren? Nee. Auf dem richtigen Weg. Und wieder durch den Kaktus. Mann, Mann, Mann. Und wieder durch den Kaktus. Ach, guck mal, da kommt mir hier schon bekannt vor. Ich glaube, das war hier das. Einer der letzten Gebäude, die ich ausgelootet habe. Oh, das dauert, da dachte ich, das Wetter wird besser. Das freut mich. Machst du denn hier auf die Straße? Augen auf im Straßenverlauf. Jo, nee, da ist mein Lager. Okay. Hui. Ach, guck mal. Hier hat der Nixer auch sein Bike stehen. Shane, Shane. Sehr safe sein, ne? Nichts Interessantes bei. Ne. Boah, 30 Stücke Fleisch, das ist aber nicht schlecht, ne? So, wir sind jetzt in meinem Lager 1. Wie man sehen kann, ist hier schon ordentlich mal, ne? Eine Horde mal durchgerauscht. Ach, guck mal, hier könnt ihr auch mal Eisen fertig machen, ne? Ja, klar geht das. Guck mal, ich gebe dir Holz und du ballerst einfach los. Boah, Lehm müsste ich hier noch haben. Ah, Kohle nehme ich mit. Drei Lehm, jawohl. Mensch, Junge, gut vorgesorgt. Wie immer. Vier Lehm. Mein Gott, wird ja immer besser. Oh ja, da kann auch alles weg. Nein, Scheiße, jetzt verdrücke ich mich auch noch. Oh, ich will die ganze Kacke da nicht mitnehmen. So. Hier, den Messing kannst du auseinandernehmen. Warum habe ich nur Sand? Habe ich eigentlich hier noch meine tollen Kisten? Oh, Steine! Mitnehmen. Patronenhülsen. Rollstufen. Also hier habe ich mal versucht aufzuräumen, aber es ist zwangsläufig dann doch wieder unordentlich geworden. Für was ist der Akku? Ein Teil der Nagelpistole mitnehmen. Dann fehlen mir noch ein oder zwei Teile dafür. Kann ich aber auch nochmal hier nachgucken. Bauplan habe ich. Ah, den habe ich aber auch schon gelernt. Noch einmal Bauplan.
Ui, ui, ui. Müde. Kommt doch vor, wenn man so früh wach ist. Shit. Zeig mal, warte mal. Och, die sind noch nicht mal gut. Also der Akku ist noch nicht mal gut. Das habe ich. Griffstück. Hätte ja passen können, ne? Sah in etwa ja genauso aus. Ja, egal. Können wir halt keine Nagelpistole bauen. Aber ich nehme den Akku trotzdem mit. Halt. Schau mal, was ich hier noch so finde. Papier kommt auf jeden Fall mit. Die Pfeilspitzen. Ja, aber mit dem Lehm ist natürlich jetzt echt doof, ne? Obwohl, die Rutsche kriege ich ja noch hin. Shane, was wir hier so alles finden. Wollte doch gar nicht fahren. So, was kann man denn hier mal zurechtpacken? Messing. Dit kann rein, dit auch. Beton habe ich erstmal genug. Na komm, die Holzrahmen können noch raus. So können wir das lassen. Uhr fast in die Spitze reingelaufen. Oh, jetzt geht's aber los hier. Au. Mann, Mann, Mann. Eigentlich könnte ich das mit dem Dünger mal ausprobieren, ne? Ich glaube, der Dünger braucht auch wieder ein paar Tage mehr. Bis der überhaupt angesetzt hat. Hätte ich auch noch Minen, um weiterzumachen. Aber da will ich euch jetzt nicht antun. Will ich, wenn ich hier rumbuddel. So, was haben wir denn hier noch? Patronenhülsen, das kann weg. Nehme ich mit. Ich will jetzt Futter nicht. Was
ist meine kleine Kampfarena hier unten. Das zeige ich euch gleich. Guck mal, hier, die Schippe kann ich auch mitnehmen. Kann man scrappen. Das kann man scrappen. Weg. Ja, ich weiß, die Pfeilspitzen stehen falsch rum, aber es funktioniert auch so. So. Von da oben fallen sie rein. Und brechen sich hier unten die Haxen. Ja. So viel zum eigentlichen Plan. Toll. Kommen jetzt hier nicht mehr raus. Doch. So, und für größere Horden habe ich gedacht, brauche ich das hier unten auch nochmal. Man kann auch von hier ballern. Aber diese Gitterstäbe haben sich echt nicht bewährt. Und deswegen wollte ich eigentlich noch tiefer gehen, aber dann bin ich doch umgezogen. Alter, beamt der mich hoch hier? Ja, also das Spiel ist nicht ganz bugfrei. Man hat es gerade auch wieder gesehen. Aber was soll's, ich spiele trotzdem gerne. Sonst gäbe es ja nicht schon über 20 Videos auf dem Channel, ne? Tada! Wow, also die Aufträge müssten wir auch mal durchgehen hier. Kochtöpfe, geil. Gut, ich würde sagen, wir machen für heute Ende. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man sich wieder sieht, hört, liest. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne, gute Nacht und, ne, träumt fein, schlaft gut und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.